Ich traf Roxana auf Hydrea. Sie sagte, wer an der Schlacht teilnehmen will, solle mit dir sprechen. Das ist ganz richtig. Ich bin Drakios. Alexios, ich interessiere mich für die Teilnahme an dieser... Wie hast du sie genannt? Die Schlacht der 100 Hände lockt Krieger aus der gesamten griechischen Welt an. Sie kämpfen um ein hübsches Sümmchen. Allerdings ist der Wettbewerb äußerst tödlich. Nur eine Person kann überleben. Mit Töten verdiene ich meine Drachmen. Diese Schlacht wird nicht anders sein. Fürwahr. Du hast das Aussehen eines mythischen Helden. Zukünftige Generationen werden mir zu Ehren Lieder singen. Wenn du an der Schlacht teilnimmst, hast du eine Chance, dich mit den Besten zu messen. Und weil die Schlacht von den mächtigsten und einflussreichsten Leuten in der griechischen Welt unterstützt wird, wird auch das Preisgeld erhöht. Wenn du damit die meinst, an die ich denke, würde ich sie gerne treffen und ein Wörtchen mit ihnen reden. In der Tat. Es ist die Art von Leuten, über die ich nie offen sprechen würde. Weißt du, du erinnerst mich an jemanden, auch eine erbitterte Kriegerin. Eine Verwandte von dir vielleicht. Du meinst Deimos? Dann steht der Kult hinter dieser Schlacht. Darüber darf ich nicht reden. Nicht mit einem Teilnehmer. Aber wenn du die Schlacht der 100 Hände gewinnst, sage ich dir alles, was ich weiß. Ich will an der Schlacht teilnehmen. Das dachte ich mir. Die einzige Regel ist, dass sich jeder Teilnehmer mit einem anderen Teilnehmer vorbereiten und für den anderen bürgen muss. Ich war schon bei Roxana auf Hydrea. Ich weiß. Sie wäre auch meine Empfehlung, da sie zu den aussichtsreichsten Kandidaten gehört. Bereitet euch zusammen vor, dann habe ich mit Sicherheit einen Platz in der Schlacht. Ich bin bereit, teilzunehmen. Gewiss. Roxana sagte, die Vorbereitung lief gut. Triff mich hinter den Stadttoren. Die Schlacht wird bald beginnen. Uns hier versammelt für die Schlacht der 100 Hände. Wieder einmal sind imposante Krieger aus der ganzen griechischen Welt gekommen, um ihre Kraft und ihr Können gegen die besten Gegner zu testen. Ob es das schärfste Schwert der Athener Armee ist oder der breiteste Schild, den Sparta aufbieten kann, sie alle stehen hier allein gegen viele. Auf dem Höhepunkt treffen die letzten beiden einem speziellen Schlachtfeld aufeinander. Doch nur einer von ihnen kann siegen. Lass die Schlacht der 100 Hände beginnen! Merkt euch diesen Klang. Er ertönt während der Schlacht und verkündet euren Fortschritt. Und nun kämpft! Yeah!
Sie kämpfen mit Obsidianschwertern? Die würde ich mit bloßen Fäusten schlagen. Das zweite Signal. Das bedeutet, ein Viertel ist bereits tot. Hey, ich dachte, hier kämpft jeder für sich selbst. Aber wir arbeiten offenbar zusammen. Noch ein Signal. Die Hälfte der Kämpfer ist gefallen. Noch ein Signal. Das ist fast vorbei.
Attacke! Fast vorbei. Ich sollte zurück zu Draktos. Diese Leichen. Welch Vergeudung von Leben für den Spaß. Ich habe Roxana nicht unter den Toten gesehen. Wie mächtig all diese Krieger im Kampf gegen den Kult gewesen wären. Gibt es einen letzten Herausforderer?
Gewiss, den gibt es. Geduld, Alexios. Geduld. Rede, Drakios. Ist es Roxana? Hat sie überlebt? Der letzte Herausforderer nähert sich. Der Akt findet im Schatten des Vulkans im Osten statt. Unsere Vorbereitung scheint sich gelohnt zu haben. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Genug geredet. Unsere Geldgeber wollen einen Sieger. Bringt es zu Ende. Wir können die Waffen niederlegen. Wir müssen nichts beweisen. Das ist unerhört! Roxana, nur einer von euch kann gewinnen und die Schlacht für sich entscheiden. Wir müssen uns nicht umbringen. Denk an das Preisgeld, Roxana. Denk nach! Alles, wovon du je geträumt hast, ist zum Greifen nah. Wir können einfach gehen. Nur einer von euch wird als Legende gehen können. Du wusstest von Anfang an, was auf dem Spiel steht, Alexios. Tu das nicht so kurz davor. Genug! Bringt es jetzt zu Ende. Nein, Roxana. Wir entscheiden, wie es endet, nicht er. Ich fange an zu glauben, dass es Wichtigeres gibt als Ruhm und Reichtum. Dann komm mit auf mein Schiff. Es warten noch viele Abenteuer auf uns in der Ägäis. Du hast recht. Ich komme mit dir. Nein! Ihr müsst die Schlacht beenden. Es ist vorbei, Drakios. Es ist vorbei, wenn ich es sage. Wache! Dank, mein Held. Dann sehen wir uns auf meinem Schiff? Ja, ich bin bereit, dorthin zu gehen, wohin der Wind uns führt. Wo immer das ist, erwarten uns Abenteuer. Uns beide.